Wir haben einfach einen Unimog am Start. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir sind heute bei einem, wahrscheinlich, oder dem langjährigsten Partner, den ich überhaupt habe, nämlich bei H&R. Die unterstützen mich schon, seitdem ich ungefähr so groß war und Kart gefahren bin. Wir blenden mal ein Bild ein. Und ja, machen natürlich nicht nur das, also ich meine, die engagieren sich sehr viel im Motorsport, aber sind natürlich dafür bekannt, dass sie geile Federn für geile Autos bauen. Und wir haben ein bisschen überlegt, was wir hier heute machen können, um ein bisschen Spaß zu haben gemeinsam. Jetzt gibt es natürlich Audi e-tron, da ein Turbo S haben sie am Start. Also sie haben schon ein paar geile Autos da stehen, aber ich dachte mir, lass doch mal was machen, was wir noch nie so gemacht haben. Und vielleicht seht ihr es da hinten schon ein bisschen rausschimmern. Die haben einfach einen Unimog am Start. Und ich bin in meinem ganzen Leben so etwas noch nie gefahren. Die haben gemeint, hey, wenn du kommst, ganz ehrlich, wir haben hier ein bisschen Wald, wir können uns komplett austoben. Das heißt, wir werden gleich richtig Faxen machen. Einfach mal komplett Spaß haben, checken, wie sich das anfühlt. Robby wird hinten drauf sitzen und wahrscheinlich komplett mit Schlamm bedeckt sein. Ich weiß es nicht. Wird auf jeden Fall mega. Aber bevor wir das jetzt machen, gehen wir auch mal noch kurz rein, sagen Hallo und lassen uns auch noch ein bisschen was von der Produktion zeigen, damit man auch ein bisschen ein Verständnis dafür bekommt, was hier so passiert, wie das Ganze aussieht. Also ich glaube, es wird ein Hammertag und ja, die Action kommt gleich. Jetzt sagen wir aber erstmal Hallo. Wir sind jetzt in der Produktion bei H&R mit dem guten Selim. Was geht ab? Hi. Schön, dich zu sehen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon. Du bist ja mittlerweile auch schon ein kleiner YouTube-Star. Nein. Ja, ein bisschen nein, schon. Nein. Also bei JP und bei Philipp viel mit am Start. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Er hat eigentlich Urlaub. Ne? Also danke für die Zeit auch. Für gute Freunde nimmt man sich immer Zeit. Ja, und kannst du uns mal ein bisschen zeigen, wie die Produktion ist, wie so Federn entstehen? Genau. Das ist ja hier euer Werk sozusagen. Genau. Also wir fertigen alles hier an dem Standort in Lennestadt. Wäre jetzt halt als cooles Beispiel, mal zu zeigen, wie die Feder überhaupt mal so im Schnelldurchgang hier entsteht. Ja, sehr gerne. Also ihr müsst euch vorstellen, das Rohmaterial, der Federstahldraht, wird angeliefert in Kolz, wie man sie kennt. Und das Material verarbeiten wir komplett hier zur fertigen Feder. Hier hast du halt das Keullager, also so werden die Kolz quasi angeliefert. Das Ganze wird hier gelagert, also quasi geladen, läuft hier durch. Dann hast du da die Kompressoren. Die drücken mit einer enormen Kraft den Federstahldraht hier durch. Und dann hast du hier halt quasi die Einstellungen, was du dem Programm vorgibst, wie die Feder an sich überhaupt werden soll. Also wie sie geformt wird, welche Länge, welche Anzahl von Windungen, welche Durchmesser, ob sie linear oder progressiv. Also gibt es etliche Unterschiede. Und passiert alles mit der gleichen Maschine? Also alles mit der einen Maschine, genau. Also da, wie gesagt, Rohmaterial und hier kommt quasi schon fast die fertig geformte Feder raus. Da gibt es natürlich jetzt noch viel Detailinfos, die wir jetzt noch mit einbringen könnten. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen, weil du musst zum Beispiel eine Feder so machen, vorab länger machen, weil sie unterläuft ja noch einzelnen Fertigungsschritten. Und am Ende ist sie ja kürzer, als sie hier rauskommt. Das musst du alles vorab berechnen. Guck mal, die Maschine läuft, gehen wir mal hier rüber. Da siehst du das halt schön, ne? Schon auch nicht zu drauf. Pure Gewalt. Genau. Ja, da siehst du halt nur die Zylinder, die drücken halt das Material rein. Ja. Und dann entscheidest du halt hier die Formgebung und wird dann halt komplett abgeschlagen. Und dadurch, dass das eine Kaltverformung ist, brauchst du halt extreme Gewalt und Kraft. Da ist auf jeden Fall Schmack jetzt drauf. Jetzt ist ja klar, das Material unterliegt ja hier einem extremen Stress. Mhm. Weil du hast ja eine Kaltverformung, jetzt hast du extreme Spannungen im Material. Und wir haben ein sogenanntes Anlassverfahren, wo sie in einen Ofen kommt. Ist mal so zwischen 380 und 420 Grad, um dem Material die Spannungen wegzunehmen, weil am Ende bricht die ja sonst. Ja. Und jetzt gibt es halt unterschiedliche Fertigungsschritte, um die Feder so zu behandeln, dass sie am Ende auch wirklich im Auto funktioniert. A, die Performance, dann natürlich die Langlebigkeit, ganz klar. Und du hast natürlich auch noch verschiedene Enden der Feder. Das machen wir in der Schleiferei.
Bei manchen Federn hast du das originale Gummidomlager. Ja. Das heißt, du brauchst normale Enden. Ja. Manche Federn, zum Beispiel so eine Gewindefahrwerksfeder, hat ja unten einen Federteller. Ja. Da muss die Feder glatt sein. Wird hier jetzt zum Beispiel in das Magazin eingeladen. Ach, krass. Und wird oben entsprechend abgeschliffen. Und dann geht es quasi nach dem Schleifen in den Anlassofen, um halt dem Material die Spannungen wieder zu entziehen. Weil sonst würde sie brechen. Und das passiert hier. Danach wird die Oberfläche wieder verfestigt, so nennt sich das, mit einem Kugelstrahlverfahren. Die Gitterbox wird hier eingeladen. Das Ganze kippt das Material in die Maschine ein. Ja, die werden dann da reingekippt. Das Fenster schließt sich und dort drin wird halt gestrahlt. Eine Feder, die aus dem Ofen kommt, sieht so aus. Oberfläche ist noch nicht behandelt. Ja. Ist jetzt frisch aus dem Ofen raus, die Materialspannungen sind raus und so sieht sie aus, wenn sie gestrahlt ist. Das heißt, die Oberfläche wird erstmal verfestigt und du hast halt die... Jetzt ist sie halt auch, das ist der Nachteil, aber das wird im nächsten Prozess bearbeitet. Jetzt ist sie halt komplett unbeschichtet. Wenn du sie so lassen würdest, würde sie sofort anfangen zu rosten. Genau. Dann wird sie nach dem Setzen quasi nochmal eingeölt und geht in die Beschichtung. Das wäre dann schon fast der letzte Step. Man könnte jetzt natürlich auch viel mehr noch ins Detail, aber wir haben ja gesagt, wir haben ja noch ein anderes Projekt heute. Ja. Deswegen haben wir wenig Zeit. Ja, habe ich schon kurz angekündigt. Ja. Aber so habt ihr es jetzt mal eben gesehen, wie mal so eine Feder entsteht. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Federn sind oben gesetzt, sind eingeölt, werden hier unten angeliefert. Das hier ist neu, oder? Ja, das ist neu, das Lager, genau. Laufen dann hier in die Anlage. Hier wird sie halt quasi mehr oder weniger geduscht, so kannst du sagen, zinkphosphatiert. Dann kommt sie auf dem Gestell gereinigt wieder raus, fettfrei. Und läuft hier in unsere neue Pulverbeschichtungsanlage. Jetzt kommt hier die pulverbeschichtete Feder. Und jeder, der das mal gesehen hat bei einer Pulverbeschichtung, du kennst, dass die Feder glänzt oder ist matt, aber die Oberfläche ist fest. Ja. Wenn die frisch gepulverbeschichtet ist und noch nicht im Ofen war, ist das ja wie Pulver und ist so statisch aufgeladen. Wenn du jetzt mit dem Finger so dran gehen würdest, würde das überspringen. Und man kann, geh mal ans Gestell hier. Guck mal. Wahrscheinlich jetzt Vorführeffekt. Und ich war nicht dran. Statisch aufgeladen. Und hiernach geht sie jetzt in den Ofen und wird quasi gebacken. So, und jetzt siehst du es hier. Gerade war sie noch matt und jetzt glänzt sie schön. So ein schönes Nardo-Grau von Audi zum Beispiel. Ja, geil. Der nächste Step wäre jetzt die Kennzeichnung. Wir nutzen dafür ein Tampon-Druckverfahren, so nennt sich das. Ja. Tampon geht quasi auf das Klischee, nimmt den Druck ab und trägt es auf die Feder auf. Schön warm, wie frisch vom Bäcker. Ja, kann man leider noch nicht essen. Ja, das war jetzt mal quasi Schnelldurchgang Produktion. Geil. So, da wir jetzt wenig Zeit haben, und wenn du es ankündigen willst. Ich habe vorhin schon ganz kurz angekündigt, leicht. Also, ich glaube, wir können einfach jetzt straight hin und Attacke machen. Also, ich kann euch nur eins sagen, jetzt wird's wild. Das ist zu geil einfach nur. Du bist das Ding schon gefahren, ne? Ja. Muss man da irgendwie, muss man was Spezielles können? Also es ist nicht wie Autofahren, es ist echt anders. Ist was anderes, ne? Also komm. Du hast zum Beispiel mehrere Gänge. Du hast auch zwei Rückwärtsgänge. Zwei Rückwärtsgänge? Zwei Rückwärtsgänge. Du kannst im ersten rückwärts fahren und im zweiten rückwärts fahren. Du kannst aber auch die beiden Gänge nutzen, um vorwärts zu fahren. Anfahren tust du aber eigentlich im dritten Gang. Erklär mal ganz kurz, da sind jetzt Federn von euch drin? Ja, also der ist höher gelegt. Weil das ist ja auch Gute. Was ihr macht, ne? Also die Leute denken ja immer nur, es ist tiefer legen, aber es gibt ja auch... Nein, wir haben ganz groß... Viel höher legen. Ja, ja, wir haben ein sehr großes Höherlegungsprogramm. Ja. Für so Jagdautos, allgemein einfach Höherlegung, da bieten wir alles an. Der ist jetzt hier auch aufwendiger umgebaut, ne? Also mit riesen Reifen drauf. Der hat jetzt 300... Muss ich einmal hinstellen. Schau mal ganz kurz, dass man mal ein bisschen die Dimension der Reifen erkennt, ne? Also geht mir bis zum Bauchnabel. Also das ist ein 365, 85, 20. Ja, man kennt's. Egal, wo du damit hinkommst, dann ist erstmal Feierabend. Ich würde sagen, ganz ehrlich, lass gar nicht so viel Zeit verlieren. Dann schmeißt du dich da jetzt rein. Holy shit. So, warte, ich komme mal eben auf den Beifahrersitz. Holy shit. So, Leute. Das ist
Das ist mein Lenkrad, sage ich dir. Kann man schießen auch noch? Ja, Zündung muss man nach unten auch. Welcher Gang ist das jetzt? Das ist der vierte. Wie viel hat er? Sechs. Aber die ersten beiden sind so kurz übersetzt, die brauchst du wirklich nur, um durchs Gelände zu fahren. Eigentlich fährst du nur im dritten und vierten Gang. Okay. Hier, komm. Hier fahren wir jetzt erstmal hoch. Alles klar? Shit. Nichts verstanden, aber wird schon passen. Wird schon passen. Alter. Jetzt wird's interessant. Einfach knaller drüber. Hier lang. Kopf einziehen! Kommen wir mitten in die Scheiße rein. So, wir könnten mal testen. Da lang. Oh, Scheiße. Kopf einziehen! Oh Gott! Oh, 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 oh. Okay, okay. Aber ich sperre mal die Achse. Und jetzt machen wir in den zweiten Gang. Mit dem Ding fährst du überall durch. Es ist so crazy. Wow. Alles klar? Ja, alles super. Der arme Robby da hinten. Der arme Kerl. So, willst du mal? Gerne. Was geht bei dir? Jetzt fährt der Boss. Wackelt ein bisschen oder geht? Ist ein bisschen wie Surfen, weißt du, wenn ich hier so draufstehe. Ich garantiere für nichts. Ich bin das noch nie gefahren. Ah, das kriegst du hin. Hilfe. Hopp. So, pass auf. Das war Handbremse. Wir sind jetzt voll gesperrt. Ja. Sind im neutralen Gang. Ja. Fahren vorwärts. Jetzt könntest du die Bremse treten, Kupplung treten. Jetzt versuch mal ein Gefühl für das Getriebe zu bekommen. Das ist Gasse 5, 6, ja. Gasse 3, 4, ja. Gasse 1, 2. Oh, jetzt im zweiten. Und jetzt so. Kannst du losfahren. Jetzt hast du die Achsen voll gesperrt. Lass mal Kupplung kommen. Mach ich gerade, aber. Weiter komm. Junge, wie spät kommt denn die? Erst? Ja, ja. Okay. Jetzt versuch mal hier zu drehen. So. Ja, nicht Servolenkung. Da kommen wir rum, oder? Haben wir? Ja, sicher. Ja, haben wir ihn doch. So. Ich versuche mal ein Gefühl für die Bremse zu bekommen. Mit Kupplung. Weil sonst, weil jetzt geht es halt runter. Jetzt müssen wir aufpassen. Papa macht es schon hier. Also ja. Oh Junge! Das ist so ein Schläger. Geil. Also ich weiß nicht, ob es rüberkommt, Leute, aber Lenkrad ist richtig schwer. Also nichts Servolenkung, du musst richtig ackern. Du hast einen riesen Teller hier. Das fühlt sich an wie Bootfahren ein bisschen für mich. Oder? Ja, das ja. ist schon ein bisschen absurd. Ja, vor allem die Reifen sind halt riesig, oh, ne? Riesengroß. Alles scheppert, die Bremse richtig hart, die Kupplung kommt super spät.
Aber geil. Das ist das, ne? Hakelig. Wie komme ich denn rüber? Warte. Einmal gegenhauen. Hau mal gegen. Wie richtig? Ah, jetzt. Ja, jetzt bis zum sechsten. Einmal zurück. Eine Gasse. Warte. Das war ja leicht. They see me rolling. Nathan. Ich kann den Text auch nicht. Oh Gott, Leute, jetzt geht's mal richtig bergauf hier. Oh, eine kleine Challenge hier für den Papa. Aber das kann er doch. Oh, schau es dir an. Sehr geil! Okay. Schau gut aus. Nichts. Niemals lupfen. Wer Lumpf verliert. Sehr gut. Ach Gott. Made it to the top. Schon beängstigend, Alter. Junge, wenn das Ding mal losrollt, dann springen wir aber im A-Team-Style da hinten den Berg runter. Junge, von da hinten drauf ist auf jeden Fall abgefahren. Ja? Ja, übel. Eigentlich musst du auch mal da hinten drauf, das ist echt ein Witcher. Ja, aber wir brauchen ja einen Fahrer, weißt du? Nein, klar. Aber das wäre vielleicht einmal sicher, als wenn du da oben, wenn wir den Berg runter, du scheißt dich echt ein, ne? Ja? Ja, ja. Boah, da hast richtig Angst bekommen da hier. Ja! Ja, ich hab's ja. Bremst! Alter, das Ding kam quer! Hast du das gemerkt? Ja, klar. Aber das war easy, das war da. Easy! Das war easy noch. So, Freunde, jetzt geht hier gerade die Welt runter. Deswegen schauen wir, dass wir schnell nach Hause kommen. Philipp, vielen Dank. Es war ein Wahnsinn. Vielen Dank. Sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Ein Traumtag. Danke auch an H&R für die langjährige Partnerschaft. Wirklich, man bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Crazy Feeling. Geiles Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.